Wo waren... Ah, okay, die ist da unten. Geh mal runter. Ja, lass mal hier. So. Ich leg's ab, komm hoch und dann können wir halt durchlaufen, quasi. Ja, beeil dich dann. Ja, Moment. So. Wo ist es hier? Ja. Na, na, na. Irgendwie passiert Klappt das? nichts. Geh mal Bist du liegen nachgucken. geblieben, oder wie? Ah, die liegt hier noch. Jetzt, 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 So, jetzt, jetzt. jetzt. Wow! Ach, Mist. Gleichzeitig. Beinahe. Müssen wir gleichzeitig drücken. Vielleicht müssen wir die Farbe mit der Farbe halt hier den Weg noch irgendwie Nein, es hatte ja gereicht, nur wir spielen. haben nicht gleichzeitig auf die Schalter Für dich gedrückt. hat's gereicht, für dich. Für dich hat's gereicht. Ich bin am Schalter fast angekommen und runtergefallen. Ach so. Ja. Oh Mann. Der Klassiker. Ja, Mach okay, da nicht sagst so viele du. Portale. Warte. So, jetzt kannst du hüpfen. Das Spiel heißt Portal. Also setze ich auch Portale. So. Jetzt brauchen wir die Farbe. Ich Lückele. hol die Farbe. Oh Mann, voll umständlich irgendwie. Kannst du mal die Portale setzen? Nur kurz. Ah ja, da. Hier, wo das Rote ist. Warte mal, ich. Ach da. Richtige Bin ich Kotz. orange? Nein. Ah, Auch wenn du nicht Orange mehr. heißt. Schade. Autsch. Gerade mit der Hand voll gegen das Headset gekloppt. Können wir hier eigentlich was setzen? Ja, eigentlich schon. Eigentlich Komm, wir kann. machen noch mal kurz hier die Farbe dran. Mach mal, schau mal die Kiste hier ab am besten. Warte, mach mal. Warte mal. Mach mal du dein hellblaues Portal hier. Dort, wo das Rote ist. Ja. Komm zurück, komm zurück. Ah ja, ich stimmt, ich kann ja zurückkommen. Ich stelle es mal hier hin. Mach mal hier, wo das Rote ist, das hellblaue. So, jetzt mache ich die Farbe dahin. Ah, okay. Warte, 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 bleib bei. Jetzt guck mal, wo noch Farbe hin kann. Mach Farbe. So, ich guck noch ein bisschen, ob ich noch was finde. Sonst sehe ich eigentlich. Kannst noch mal machen, vielleicht. Alter, was ist das? Augenblick. Okay, was? Ich weiß nicht, was passiert ist. Okay, jetzt sehe ich wieder alles. Der Receiver ist einfach ausgegangen, dann ist halt das Signal vom PC nicht mehr an den Fernseher gekommen. Warte mal, wieso brauchst du einen Receiver, um den PC an einem Fernseher anzuschließen? Damit der Ton vom PC über den Receiver an die Lautsprecher gegeben wird. Ah, okay, I Und understand. das ist dieser Audio-Video-Receiver, dieses dicke Ding halt. Okay, weil bei Receiver, da denke ich immer an die Oh! Satellitenreceiver und so. Ja. Das ist jetzt nicht dein Merke, Ernst. laufe niemals rückwärts bei Portal. Ja. Ich fresse dann nebenbei freche Früchtchen. Freche Trauben heißen Ja, ich höre es immer, so ein die. Hört sich eher nach Chips an oder irgendwas. Schmatz mal weniger. Ich schmatz gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Jo, ich bin wieder da. Jo, schön. Mach Farbe. Toll, da kam ich gerade her. Warte mal. Setz mal vielleicht hier hinten. Sofort. Ich muss meinen Flüssigkeitshaushalt erstmal in Ordnung bringen. So, wo hast du gesagt? Irgendwo dort oben. Irgendwo dort oben? Was laberst du? Hä? Ach, da Ja, meinst du? guck doch, dort hinten sind Portale, ja. Da Irgendwo sind. dort oben sind Portale. Ja, Oh, nein, das sind Moment. Wände, an denen wir Portale anbringen können. Das sind aber keine Ja, Portale. Portalwände. Ja, Portalwände. Portal Walls. Es ist spät, lass mich in Ruhe. Ist dort jetzt Farbe oder so? Ja, guckst du?
Hey, cool, ich kann da drüber springen. Na, das ist irgendwie sinnfrei. Guckst du mal unten? Na komm, ich lauf mal. Unser Juri Gagarin. Komm. Oh. Ja, diesmal bin ich da. 3, 2. Und ah, Mist, ich bin unten. Du musst nach rechts laufen. Wieso muss ich nach rechts? Du musst den rechten Weg nehmen. Wieso? Da klappt's früher rum, beziehungsweise schneller. Mm, ja. Ich war schon irgendwie sau weit unten, ich war schon im Wasser und du bist erst quasi losgefallen. Okay. Ja, du stimmt, aber gut, der innere Weg ist für dich quasi weiter weg, aber wahrscheinlich klappt's dann so besser. Versuchen wir es. Okay, ich renne mal hoch. Ja. Fuck. Andere Seite. Ja. Andere Seite war's. Ist halt nicht so easy. Ah! Damage. Sag mal, was ist denn los? Hab kein Zielwasser getrunken. Der Wodka ist fast leer bei mir im Haus. Aha. Ja, ist gut. Du musst jetzt hier unten einsetzen. Ich drück auf die Farbe. Auf die Farbe? Jetzt musst du halt hier nochmal. Oh. Ja. Und oben halt den Würfel. Ah, verdammt shit. Ah. Moment, ich muss nochmal hoch. Nicht dein Ernst. Oh. Na los, renn. Warte, setz mal unten irgendwo ein Portal. Dass ich mal kurz hoch kann. Mach Farbe. Ja, zum Beispiel. Warte. Noch nicht, ich setz erstmal hier oben Sicherheitsportal. Sicherheitsportal? Ah ja, damit wir schneller wieder hochkommen. So, jetzt mache ich Farbe. Machst du's? Ja, ja, ist alles da. Kommst du hoch? Ja, sag doch Bescheid. Ach so, ich dachte, das ist selbstverständlich. Immerhin, der Würfel ist Opfer. Oh Mann. Na gut. So, hier, hier. Moment, ich bin grad. Also merkt ihr nach rechts laufen. Okay, ich nehme den rechten Weg. Müssen wir eigentlich die Dinger gleichzeitig drücken oder geht das auch versetzt? Die müssen ein bisschen versetzt, kann man glaube ich auch machen. So, der Würfel fällt, glaube ich. Sag mir dann, wann du das Ding erreichst, damit ich drücken kann. Gib mir ein Signal. Ich weiß, ich glaube, das wird nichts. Ich bin runtergefallen. Oh. Och, das ist so ätzend. Ja. Ständig runterzufallen. Ey, deiner läuft so behindert. Ich bin am Anfang. Am Anfang bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Ah ja, kommst aus dem Portal, siehst noch nichts, weißt noch nichts. Lass mich laufen, lass mich laufen. Na, dann lauf halt. Jo, komm. Ich setze dich hier schön an die Wand und du, was machst du? Beschwert er sich. Ah ja? Bist du schnell genug? Ja, natürlich. Das sieht ungefähr aus, wie wenn ich mit meinem Fünfer durch die Autobahn hetze, Alter. Quatsch, ich bin schneller. Mit was? Mit dem Fahrrad. Ja, genau. Oh. Falsch. Hier. Ich wollte gerade zu dir hochkommen. Farbe, Farbe. Color, Farbe. Color. Gameboy Color. So, jetzt haben wir Farbe.
Kann ich zu dir hoch jetzt? Nein. Moment. Zu spät, bin da. Okay. Jetzt brauchen wir Farbe. Was hast du gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Was hast du gemacht? Ich hab den Würfel schon drüben gehabt. Der war schon hier. Achso, ich hab gesehen, da ist kein Würfel. Moment. Genius at work, ne? Oh Mann, oh Mann. Was machst du? Ich spiele Portal. So. Was ist? Mach nochmal Farbe. Ich bin beim E-Drücken an den Schalter gekommen. So, nicht mehr den Schalter berühren. Nein! Oh, leck. So, jetzt mach aber keinen Scheiß hier. Nein, was machst du? Ich guck mir das doch nur an. Jetzt macht er schon wieder Scheiß hier. Moment, ich schau mir mal an, in welche Richtung. Nach rechts, okay. Oh, das wird gut, das sieht gut aus. Wir sind recht gleich. Oh. Irgendwas hat geklappt. Ja, hier ist so ein, hier ist so ein Ding. Ah, die Tür ist auf. Welche Tür? Wo? Ach, da drüben. So. Ja, aber wie sind wir jetzt hier gelandet? Das verstehe ich gerade nicht. Jo, du hast mein Portal weggemacht. Hör auf mich zu ärgern. Wir sind hier gelandet, weil wir oben die Schalter betätigt haben. Da ist hier diese komische Tür weggegangen. Was passiert, wenn ich den Schalter hier drücke? Warte. Ah, dort hinten kann ich ein Portal setzen. So. Warte, bleib mal da. Boink, boink. Bleib nicht da. Bleib dort, das ist besser. So. Wieso ist da Farbe? Na gut. So, ich bin wieder da. Drück mal auf den Schalter nochmal. Moment. Auf diesen Schalter? Schnell, ja. So. Jetzt setz mal da oben noch einen. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich wieder irgendwas mit Farben machen, ja. Ah, ne. Doch. Siehst du mal, was ich gemacht habe, ja, in der Zwischenzeit. Ja. Ja, das bringt aber nicht viel. Dafür kann ich auch nichts. Warte mal. So, jetzt aber... Moment. Ja, das bringt halt nix. Wow. Ey. Ah, das ist... Das finde ich nicht schön. Hat er gesagt, ich mag Mode? Ah, das hörst du wahrscheinlich nicht. Ich hab diese... Einer von diesen Schussrobotern hat gesagt, ich mag Mode. Ja. Kann ich hier? Kann ich? Ja, ich kann. Guck mal, was ich gemacht habe. Lol. Irgendwas Sinnloses. Was passiert, wenn du vom Schalter weggehst? Was passiert, wenn du auf den Knopf drückst? Drück mal auf den Knopf. Habe ich doch eben, oder? Warte, was... Wo ist... You understand? Ach, hier kommt Farbe, Mann. Mhm.
Ja, hopp. So, das war zum dritten oder vierten Mal abgeschossen. Du hast doch eben was gesagt, dieses Team Fortress 2 oder wie das heißt, ist jetzt Free-to-Play oder irgendwie sowas. Kann sein. Weil das erste, dieses Fortress Classic, das ist ja so normales Ding. Das war bei mir mit dem Half-Life in dieser Anthology-Version dabei. What the fuck, Alter, wie sieht denn das aus? Warte. Wow, wow, wow. So, jetzt dort und dort. Ja. Und jetzt lass mal los, oder? Oder ich lass los. Wow, wow, wow. What the fuck? Die abgehen, aber alle sind weg, alle sind weg. Nein, einer ist da, guck mal. Ah, jetzt ist er weg. Meinst du? Nee, ja, jetzt ist weg. Ich meine dort rechts halt auf dem komischen Teil. Ja. Passiert bei dir was? Moment. Ah, nee, bei mir ist hier ein Portal erschienen. Eine Portalwand. Komm mal rüber, komm rüber. Wie das? Ja, gegen die blaue Wand springen, hast du es nicht gesehen? Ah, doch, doch, doch. Einfach nur dagegen springen. Ja, genau so. Was? Ich bin auch dagegen gehüpft, was war denn jetzt falsch? Leertasten drücken oder ich weiß nicht, also du bist nicht gehüpft bei mir. Muss ich mal jedes Mal nochmal abspringen oder? Nee, nur einmal also springen, bevor du an die Wand kommst. Das macht jetzt auch super Sinn. Ah doch, es klappt. Der Winkel ist halt ein bisschen spitz. Ja, aber was... Ach so. Nee, doch. Nee. Holst du mich ja bitte hoch? Spring doch einfach. Ah. Stimmt, ja. Ich kann mich nicht daran gewöhnen, dass man hier hochspringen kann. Juhu! Juhu! Stell dich mal auf den Schalter dort drüben. Okay. Ich will mal was ausprobieren. Spielkind, Spielkind. So. Moment, ich probier mal. Und... Au. Hm? Jo, gut. Nein! Oh. What did you done? Dasselbe wie du. Boah, ich könnte jetzt eine Pizza essen, Alter. Ich kriege Zustimmung. Oder zwei. Oder zwei, ja, Alter. Wie viele haben wir denn schon? Eins. Fuck, 1 Uhr. Jeder Lieferdienst hat zu und Bargeld haben wir momentan auch nicht im Haus. Scheiße. Automaten arbeiten noch um die Uhrzeit, aber keine Menschen. Ich hasse das Leben. Also Dönerautomaten kenne ich nicht. Pizzaautomaten auch nicht. Nein, ich meine Geldautomaten. Ich könnte hier zum nächsten Moment. Fahren oder so. Ich glaube, wir müssen jetzt irgendwie hier diesen komischen Strahl holen. Das könnte sein. Hier vielleicht? Vielleicht backe ich mir gleich eine Pizza. Back dir eine Pizza. Ja, aber in kannst du mal kurz... Ja, was? Kannst du mal kurz was setzen? Ja, was? Und zwar da oben. Da? Warte. Ja, da. Und dort hinten, unten, muss noch gucken. Schau mal dort hinten, nach unten. Wow. Dort ist noch ein weißes Feld. Lol. Oh, zu weit gesprungen, gell? Ja, spring noch mal zu mir hier rüber. Ja, bin dabei. Das dauert ein bisschen. Ja, wenn du ein bisschen spitzer dran läufst, dann bist du schneller. Glaube ich zumindest. Nicht spitzer. Also sieht zumindest schneller flacher. Aus. Ja. In dem Fall flacher. Paralleler. Ja, genau. Spring mal flach. Nicht, fall mal einfach rein. Nicht springen, sondern einfach nur fallen.
Vielleicht geht das. Oder fliegt man nicht weit genug? Ah, man fliegt nicht weit genug, okay. Boah, ich bin fast im Wasser gelandet, leck mich doch. Irgendwo muss ein Portal hin. Noch eins. Warte, bleib mal da unten. Was ist eigentlich mit diesem Viereck hier? Was soll das? Wo? Na hier ist so ein Viereck bei mir auf dem Boden. Okay, keine Portal-Bodenwand. Nee. So, jetzt haben wir da oben dieses Ding. Alter. Jo, aber das bringt irgendwie nicht wirklich viel. Obwohl, Moment, ich kann jetzt von hier aus dort hinten hin schießen. Na, das bringt auch nichts. Einmal am Anfang vom Level, dieser Schalter vorne, war der Rückwärtsgang? Nee, das war kein Rückwärtsgang. Schau mal, du hast ja jetzt hier oben... Ah nee, du kannst... Ah doch, kannst weg. Schau mal dort, wo dieser Strahl herkommt. Ganz am Anfang. Setz mal dort dein anderes blaues Portal. Ein dunkelblaues? Ja. Ja, genau. Jetzt kann ich hier weiter. Jetzt musst du auf den Schalter. Und jetzt setz dich hier dein dunkelblaues. Dein hellblaues. Nein, scheiße. Dann musst du mir richtig Fehler sagen. Von mir. Na gut, okay. Warte. So dunkelblau. Immer, ich mach jetzt immer. Nee, warte, ich setz zuerst mal das rote. Alter, wie das aussieht, ey. Wie so ein Ninja. Piao, piao. Bist du oben? Weit genug? Ja. Ja. So. Und jetzt muss ich das hellblaue ersetzen. Sobald du da bist. Mhm. Ich bin da. Und niemand will dich haben. Du bist da. Und trotzdem. Hier ist ein Schalter. Was macht er? Ich sehe nichts. Irgendwas passiert da aber. Wo sollen wir lang? Bei mir sind nur Pfeile nach oben. Keine Ahnung, was bei dir da ist. Ich guck bei dir zwar zu, aber ich sehe nicht wirklich was. Ich sehe hier nur den hier. Auch keine Wand oder so, gell, die man so... Moment, da draußen kommt Farbe hin. Ah, das war's. Das war's. Wir können jetzt runter. Zurück wieder an... Ach so, für den Sprung quasi. Ja, ja, da ist die blaue Farbe halt runtergekommen. I understand. Das heißt, mit Anlauf und rüber. Die Kamera, die guckt so traurig nach unten. Lol. Kommst du? Yes, ah, okay. Just a moment. Wo bist denn du? Ich bin hier drüben. Ach, drüben schon? Okay. Ja. Ich nehme Anlauf, erster Gang. Und jetzt der Turbo-Modus. Aua. Das hat wehgetan. Wir sind doch jetzt beide da, was willst du? Hallo? Gehört die Kamera zum Schloss? Versucht es. Was sollen wir versuchen? Nicht aufgeben. Was ist mit der Kamera? Warte, komm. Ja, die können wir nicht abschließen. Der Mechanismus erkennt, dass ihr keine Menschen seid. Und jetzt? Im Schloss braucht man Menschen. Geschafft. Oh. Ernsthaft.
jetzt kommen da Haufen Skelette raus. so Captain Jack Sparrows und sowas. Was machst du da? Ich? Ja. Ich hab das Mikrofon gerichtet. Ja, das hab ich gehört. Geschafft, ihr habt's geschafft. Ey, guck mal, da bin ich. Hat sich gelohnt. Nein, voll vielleicht. Diese Testsubjekte. Oh, leck mich. So viele Tests. Die Wissenschaft dankt euch. Genug gefeiert. Es gibt noch mehr Arbeit. Oh Mann. Nun zur Wissenschaft. Ich habe länger gelebt als du. Aber nur weil du öfter gestorben bist als ich. Du hast nicht mehr gehört, was ich gesagt habe, oder? Bist du wieder da? Ja, jetzt bin ich wieder da. Jetzt bist du wieder da. Ich hab noch gesagt, nur weil ich öfter gestorben bin. Genau, das gleiche habe ich zu dir gesagt. Weil du öfter gestorben bist. Oh Mann. Ey, cool, wir haben jetzt den Abspann. Die Credits, ja. Ja. Amanda Beste, Andrea Wicklund, Andrew Burke, Andrew Kim, Andrew Luma, Andrew Wolf. Ja? Ich fand die Credits bei Tomb Raider eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Da waren halt hin und wieder Bilder dabei. Ja. Und ich glaube, da war halt eine, der wurde ins Spiel auch eingebaut. Cool. Also der sah genauso aus. Weil eben war da rechts so dein Roboter. Nie pünktlich. Das war jetzt aber cool, aber wieso haben wir jetzt einen Abspann, verstehe ich nicht. Es gibt doch noch diese sechste Welt. Ich wollte auch gerade fragen, es sind ja noch mehr Level. Oder ist das sozusagen die Story? Keine Ahnung, also... Vielleicht haben wir halt diese Hauptlevels durchgeschafft. Und das sind halt diese extra Level, da waren ja zwei Modi am Anfang. Ah. Normale und Challenge, glaube ich. Vielleicht sind das die Challenge-Level. Nein, ich meine in diesem... Nein, am Anfang suchst du ja aus, ob du Koop-Modus machst oder Koop-Challenge-Modus oder irgendwie sowas. Und diese sechste Welt, ich glaube, das war nur eine Welt für sich. So wie jetzt diese fünfte Welt. Ja, keine Ahnung. Warte, ich bin mal gerade kurz weg. Wo denn? Kurz aufs Klo. Alles klar, viel Spaß mal auf dem Töpfchen. So, dann bin ich kurz alleine hier. Ja, wir sehen jetzt den Abspann von Portal 2 im Coop-Modus. Ich bin, wie gesagt, wir sind erstaunt darüber, weil es ja noch mindestens noch eine Welt gibt, die wir zu spielen haben. Die machen wir dann in der nächsten Aufnahmesession. Das sei mal so gesagt. Also den Coop-Modus spielen wir auf jeden Fall mal durch. Dann wollen wir in Zukunft Garry's Mod noch ausprobieren. Ich werde in naher Zukunft, sobald Assassin's Creed weiter vorangeschritten ist, mich an Blue Shift bzw. auch an, wie heißt das, Opposing Force widmen. Das sind quasi, wie ich schon eben gesagt habe, vorhin irgendwann die Parallelhandlungen bei Half-Life. Da spielt man einmal einen Sicherheitsmann und einfach einen Söldner oder einen Soldat. Ich weiß es nicht mehr genau, was es war. Und man trifft in beiden Spielen ab und zu den Hauptcharakter Gordon Freeman. Aber mehr weiß ich jetzt eigentlich auch nicht, muss ich so sagen. Ja, Portal 2 haben wir jetzt auch gesehen. Cooles Spiel, muss ich sagen. Kauft euch, wenn es euch gefällt. Kostet auch nicht so viel. Ich habe das sogar irgendwie im Angebot gekauft für zwei Spieler direkt. Also deswegen spielen wir das jetzt so zu zweit. Und ist eigentlich ziemlich cool. Also Singleplayer habe ich noch nicht gespielt. Mache ich vielleicht noch mal gucken, da bin ich noch nicht sicher. Da habe ich andere Prioritäten momentan, weil ich finde den Coop-Modus irgendwie cooler als sowas einzeln zu spielen. Weil ich mir ziemlich gut vorstellen kann, dass die Rätsel ziemlich geil sind, wenn man auch einzeln spielt. Milton Gunn, Nate Heller, Neil Kettler, Nick McGuire, Noel
McGinn, Oliver Nallet, oh, ich komme so schnell gar nicht. Paul Graham, Paul G. Turiot, Peter Koenig, Phil Coe, Philipp Satzmann, Peter Wickhoff, Pong Tam, Bank, Charach Pachu, Quintin Dorok S. Alter, meine Fresse. Das kann man gar nicht aussprechen. Überzieht Mittagspause, das war ich immer. Aktuelle Aufgaben. Nicht mehr lange. Wie fandet ihr das Spiel, Portal 2? Was, ist es besser als Portal 1 oder nicht? Die Portal 1 habe ich auch noch nie gespielt. Das ist jetzt meine erste Erfahrung mit Portal allgemein. Bringt keine Arbeit zu Ende. Und ich bin auch irgendwie Fan von dieser Source Engine. Ich weiß auch nicht, ich mag Counter-Strike eigentlich. Müssen wir noch holen, glaube ich. Ich bin nur mal überlegen, welches Counter-Strike ich mir zuerst holen soll. Vielleicht eine Empfehlung in die Kommentare. Sepp, du bist zurück. Ich bin wieder da. Du bist wieder zurück. Kannst du ja die Orange Box holen? Ich glaube, da sind ziemlich viele von den Spielen dabei. Ja, das habe ich mir auch schon mal überlegt, aber da überlappen sich auch, glaube ich, manche Spiele von mir. Muss ich mal reinschauen, aber die Orange Box auch ist nicht so günstig. In Anführungszeichen. Weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Also die kostet. Ich glaube, die ist manchmal im Angebot. Ja, das kann sein. Die kostet manchmal, ich glaube, zwischen 20 und 30 Euro oder so. Für die Menge an Spielen ist es, ja, es ist für die Menge natürlich okay, nur halt 20, 30 Euro direkt halt dann weg, so, und... Ja gut, wenn du mal überlegst, was Nintendo-Spiele so kosten, oder allgemein halt Konsolenspiele, dann geht das eigentlich. Dann ist das natürlich wieder sportbillig, das recht. Für 20, 30 Euro kriegst du selten was, sogar Gutes. Also manche Spiele, so wie ich persönlich finde, Zombie U, du kriegst ja für 22 Euro in jedem Laden. Gehst einfach rein und kaufst dir. Ja, zum Teil jetzt schon für 10. Ja, also im Laden habe ich für 10 noch nicht gesehen, neu. Ja gut, ich weiß nicht, ich glaube bei Red Coon oder irgendwo, keine Ahnung, halt kommt man bestellen für 10. Ja, ist jetzt nicht so wichtig. Ja, ist es auch nicht, aber ich meine, ich finde das Spiel eigentlich ziemlich cool, weil es ist einfach cool. Jo. Es ist cool gemacht.